Hallo ihr Lieben, hi, der Max hier von Digital Brides, der Ascent Media. Hier ein kleines Info-Kurz-Video für euch, ein bisschen Mehrwert würde ich euch gerne mit an die Hand geben. Wir haben in den letzten Wochen sehr, sehr oft die Frage gestellt bekommen, wie es denn jetzt gerade eben in der Nebensaison aussieht, was man als Brautmodengeschäft denn jetzt Status Quo machen kann, um sich wirklich optimal auf die Hauptsaison vorzubereiten. Denn na klar, wir wissen alle, wie es jetzt Status Quo aussieht und wie Status Quo läuft. Oft ist der Terminkalender ein bisschen lau, sage ich jetzt mal, und das dauert alles. Ist natürlich immer so ein bisschen, bis das jetzt dann wieder in Fahrt kommt. Nichtsdestotrotz kann man jetzt natürlich die Nebensaison super nutzen, um sich optimal vorzubereiten, vor allem natürlich jetzt im Bereich digitaler Sichtbarkeit, Social Media, Online-Sichtbarkeit. Das ist natürlich hier komplett unser Steckenpferd und da arbeiten wir immer sehr, sehr viel dran mit unseren ganzen Kundinnen und Kundinnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, aus dem Brautmodensektor, um da eben halt ja gute Konzepte zu entwickeln, um mehr in die Sichtbarkeit zu kommen und im Endeffekt demnach natürlich auch mehr Kleider zu verkaufen. Zwei Dinge kann man jetzt sehr, sehr gut machen in der Nebensaison, um sich eben gut digital aufzustellen. Punkt 1, wenn ihr schon Erfahrungen gesammelt habt mit Facebook und Instagram Werbeanzeigen zum Beispiel. Da gibt es ja super, super viele Anzeigengruppen oder Conversion Events und wie es nicht alles heißt, um eben Terminanfragen zu generieren. Das funktioniert jetzt nur bedingt, weil man Status Quo einfach viel, 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 viel mehr Leute, viel, viel mehr User erreichen muss, um ein gleiches oder ähnliches Ergebnis wie in der Hauptsaison eben zu bekommen, was jetzt Terminanfragen, Terminbuchungen eben anbetrifft. Von dem her, da gibt es paar smartere Lösungen, um da das Werbebudget einfach smarter einzusetzen und jetzt nicht zu teuer sich eben irgendwie die Termine einzukaufen. Und zwar, was wir sehr, sehr empfehlen und auch für gut empfinden, ist jetzt Kampagnen zu fahren, die einen Mehrwert bieten eben für die Zielgruppe. Das bedeutet, das kann man zum Beispiel in Form von einem Fitting Guide machen, in Form von Tipps und Tricks oder wie auch immer. Also da könnt ihr wirklich sehr, sehr kreativ sein, was da eure Zielgruppe anbetrifft. Könnt euch ja selbst auch mal so ein bisschen reinversetzen in die Bräute oder in die Brides-to-be. Was möchten die denn gerne sehen? Was für Mehrwert kann ich irgendwie mit an die Hand geben, damit sich dann diese Person an mich und meine Marke und an mein Geschäft erinnert? Wie sieht das Ganze in der Praxis aus? Ich kann euch das mal zeigen. So sieht zum Beispiel so ein Fitting Guide aus. Ich hoffe, das kann man hier ganz gut sehen. Das ist sowas, was wir hier zum Beispiel eben halt grafisch eben entwickeln. Was hat es mit diesem Fitting Guide auf sich? Das soll eben, wie gesagt, nichts anderes tun, wie Mehrwert zu generieren. Das bedeutet, die Kampagnen werden mehr auf Markenbekanntheit ausgesteuert. Und wenn jetzt der User die Kampagne oder die Werbeanzeige sieht und klickt, kann er sich eben automatisiert dann diesen Fitting Guide oder was auch immer ihr euch da habt einfallen lassen, runterladen und bekommt dann das eben per Push-E-Mail in Echtzeit automatisiert übertragen. Das hat zum einen den Vorteil, dass man relativ viele Leute eben dazu bekommt, dadurch, dass es kostenlos ist, sich das runterzuladen. Und der andere riesengroße Vorteil ist, dass wer auch immer, natürlich die E-Mail-Adresse von dem User, demnach auch hat. Und der beste Vorteil ist, dass man jetzt anhand dieser Events, anhand dieser Klicks, anhand dieser Downloads in der nächsten Kampagne, in der Hauptsaison, diese Leute eben remarketen kann. Das bedeutet, jeder, der sich ein Fitting Guide runtergeladen hat, kann man jetzt eben ein paar Wochen, Monate später mit einer Werbeanzeige erreichen durch Retargeting, Remarketing und nun eben die Zielgruppe aktivieren. Und dadurch, dass dann jemand sich das runtergeladen hat, wurde natürlich super schönes Vertrauen aufgebaut eben zu euch und zu dem Geschäft und der Marke. Und wenn jetzt dann die nächste Anzeige kommt von wegen, hey, hast du nicht Lust vorbeizukommen, vielleicht ist ja noch irgendwie sogar ein Sale oder wie auch immer, dann ist das immer eine sehr, sehr runde Geschichte und funktioniert sehr, sehr, sehr gut. Thema, ne? Markenbekanntheit jetzt und dann eben in ein paar Monaten die Aktivierungskampagne sozusagen hinterher. Das ist so das eine, was man machen kann. Das zweite ist in der Nebensaison, wenn man jetzt irgendwie ein bisschen Zeit hat und sich da auch reinlesen möchte, ist eine Suchmaschinenoptimierung der Webseite. Ihr müsst euch das so vorstellen,
80-85% der User klicken auf die ersten drei Suchergebnisse in der Google-Suche. Ich glaube, da stimmt ihr mir überein, wenn ihr jetzt mal an euer eigenes Suchverhalten denkt. Das bedeutet, wenn jetzt jemand irgendwie Brautmodell, Brautmodern, Hochzeitskleid, Hochzeitskleid der und dann eben halt dazugehörige Region, Stadt, Dorf, wie auch immer eintippt, solltet ihr idealerweise natürlich dann auch dort zu finden sein, um dann eben auch, ja, User klickt, kommt auf die Webseite. Wenn jetzt die Webseite einigermaßen verkaufsstark ist, gut aussieht, schnell lädt, gut fürs Mobiltelefon auch optimiert ist, das sind alles solche Themen, die man sich dann da eben halt anschauen sollte, dann generiert man darüber natürlich auch wieder Sichtbarkeit und Terminanfragen. Ihr müsst euch das so vorstellen, wie läuft so eine Suchmaschinenoptimierung ab? Der Google-Algorithmus reagiert dem Ranking gegenüber immer anhand zweier Parameter. Das ist einmal die Relevanz, also wie relevant ist deine Seite für diesen Suchbegriff, und das andere ist eben immer das Vertrauen. Wie viel Vertrauen genießt deine Seite, dass man die auch dann dem User geben kann? Weil der Google-Algorithmus ist darauf ausgelegt, dem User das bestmögliche Ergebnis für seine Suchanfrage zu bieten, Googles Meinung nach. Warum? Weil wenn der User ein gutes Ergebnis hat und zufrieden ist mit der Google-Suche und dem Produkt, der Dienstleistung, was auch immer er gefunden hat, kommt er wieder das nächste Mal zurück in die Google-Suche. So bindet eben Google die Nutzer an der Plattform und kann im Umkehrschluss ihre Werbeanzeigen durch eine hohe Einschaltquote teurer vermarkten. Genau wie das ein ProSieben macht, ein Sat.1. Jeder möchte immer gute Inhalte bieten, um die Leute eben halt lange auf der Plattform zu halten. Das bedeutet, die Webseite muss relevant sein und die Webseite muss Vertrauen genießen. Relevanz ist alles, was auf der Webseite passiert, eine sogenannte On-Page-Optimierung. Da könnt ihr euch anschauen, dass zum Beispiel die Bilder, die ihr auf eurer Webseite habt, nicht irgendwie 3, 5, 6, 7, 8. JPEG oder Image heißen, sondern da kann man eben in diesen Alttextbeschreibungen der Bilder, kann man zum Beispiel auch einfach gute Keywords hinterlegen, zum Beispiel Brautmoden, München oder wie auch immer. Ihr müsst euch das so vorstellen, Google liest eure Seite nicht wie das menschliche Auge, sondern Google liest einzig und allein den Quelltext. Und da sind eben solche Texte, wie jetzt in den Bildbeschreibungen, in dem Alttext, wie die Datei wirklich heißt, natürlich relevant. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Zum Beispiel die H1-Überschrift ist mit die wichtigste Überschrift auch. Das ist die erste Headline. Da haben immer viele irgendwie zum Beispiel ihre Marke drinstehen, was ja auch gut ist. Darunter möchte man ja auch gefunden werden. Aber auch da kann man noch mehr arbeiten mit der Thematik eben, ja, Keyword-Relevanz und so weiter. Immer schauen, dass der Google My Business-Eintrag auch up-to-date ist, dass die Öffnungszeiten stimmen, das Bildmaterial drinnen ist, dass die Adresse korrekt ist und so weiter und so fort. Das sind alles solche Sachen, auf die der Algorithmus eben halt zugreift. Und vor allem auch gucken, dass die Infos nicht nur im Google My Business Eintrag richtig hinterlegt sind, sondern auf allen Portalen, auf denen ich selbst auch gelistet bin, wie zum Beispiel die gelbe Seiten oder wo auch immer ihr euch da gelistet habt, dass alle Seiten immer genau die gleichen Infos eben beinhalten für ein einheitliches Bild, was auch wieder halt Vertrauen genießt und aufbaut. Genau, das ist so alles, was auf der Seite eben passiert werden kann. Auch so suchmaschinenoptimierte Texte, da kann man auch online einfach ganz viel gucken und sich da selbst irgendwie ein paar Sachen zusammen krümeln und flümeln, sage ich jetzt mal. Das ist so die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, um Vertrauen aufzubauen, eben eine Off-Page-Optimierung. Das bedeutet Backlinks erstellen, verweisende Domains. Ihr müsst euch das so vorstellen, ihr könnt zum Beispiel eure eigene Webseite auf vielen anderen branchenrelevanten Webseiten verlinken oder anfragen. Entschuldigung, ob ihr da eine Verlinkung eben halt bekommt. Weil wenn jetzt eine andere Webseite deine eigene Webseite verlinkt, ist das wie so eine Empfehlung eben von dieser Webseite auf deine Webseite, was im Umkehrschluss auch wieder einfach für Relevanz, Vertrauen sorgt und in der Google-Welt einfach gerne gesehen wird. Genau, das sind so die Tipps und Tricks, die ich euch heute gerne mit auf den Weg geben würde. Einmal eben, was die Instagram- und Facebook-Werbeanzeigen anbetrifft, jetzt wirklich auf nur Termine,
Terminanfragen zu verzichten, sondern erst einmal Markenbekanntheit aufzubauen und im nächsten Schritt diese Daten dann nutzen, um dann eben Terminanfragen zu generieren. Das funktioniert sehr, sehr, sehr gut. Und auf der anderen Seite eben die Webseite in die Sichtbarkeit bekommen durch eine Suchmaschinenoptimierung. Eine Suchmaschinenoptimierung, das habe ich jetzt noch vergessen zu erwähnen, ist kein Push-the-Button-Marketing. Das bedeutet, das ist nichts, was man heute macht und morgen ist man da irgendwie überall schon unter den Top 3 Positionen auf Google gelistet. Das kann mal ein paar Wochen, Monate dauern, bis das auch in Google richtig indexiert wird. Und der Algorithmus muss da einfach arbeiten, um dann eben die Rankings zu erhöhen. Aber ja, super, super smarte Maßnahmen, vor allem sehr, sehr nachhaltig, kann man auf jeden Fall empfehlen. Genau. Ich hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen und wir konnten euch ein bisschen Mehrwert mit an die Hand geben und wir wünschen euch natürlich jetzt auch in der Nebensaison und für die kommenden Wochen und Monate nur das Beste. Euer Max von Digital Brides.